Ein glänzender Märchentraum auf dem Wasser. Und hunderte Menschen wollen das nagelneue Disney-Schiff begrüßen. Die Disney Treasure hat 1250 Passagierkabinen. Betrieben wird der Ozeanriese mit Flüssiggas und gebaut von der Traditionswerft Meyer in Papenburg. Für Kreuzfahrtliebhaber und Schifffans ist nicht nur das Ausdocken des auf der Meyer-Werft gebauten Kreuzfahrtriesen ein Spektakel, sondern auch die spätere Überführung über die Ems. Bei beiden Manövern sind Präzision und technisches Können gefragt. Wann die Disney Treasure über Ems und Nordsee dann ins niederländische Eemshaven fahren wird, steht bisher nicht fest. Vermutlich könnte es Ende September soweit sein.